Ganz, 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 ganz besonderes Live. Ich freue mich so sehr darauf. Ich bin richtig aufgeregt, muss ich sagen. Heute werde ich mit Sabina live gehen. Mit Sabina war ich schon öfter live zum Thema narzisstischen Missbrauch und toxische Beziehungen überwinden. Aber wir waren am Wochenende, weil wir ja Kooperationspartner gemeinsam sind, bei ihr auf einen Kongress eingeladen. Und da möchten wir euch heute einfach davon erzählen. Und ich kann einfach nur sagen, wie gigantisch das war. Ich bin immer noch, wir haben heute Dienstag, ich bin immer noch geplättet. Und da ist die Sabina auch schon, die kommt jetzt zu uns rein. Und dann reden wir in aller Ruhe weiter. So, jetzt dürfte es gleich soweit sein, dass die Sabina zu uns kommt. Da ist sie schon. Hi! Hi! Hallöchen! Hi, meine Liebe! Du hast mich umgehauen. Ich habe keine Worte, Sabina. Wirklich, ich bin platt. Wir sind alle so geflasht. Also ich möchte einfach erstmal als allererstes 100.000 Mal Danke sagen, was wir erlebt haben bei dir. Das ist... Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Es war gigantisch, Sabina. Ich muss eine Sache davor sagen. Also einfach mal, um es vielleicht mal zu verbildlichen. Ich habe immer gesagt, wow, das ist ganz schön viel Geld, 350 Euro so eine Karte. Das war meine Meinung. Ich habe immer gesagt, ich würde so viel nie für so etwas bezahlen. Heute sage ich, egal was es kostet, ich komme wieder. Weil es so gigantisch war. Es war, man kann das nur fühlen, man kann das nicht beschreiben, was man da erlebt hat. Habt ihr das immer so? Das ist die erste Frage. Also zuerst mal vielen Dank für die Einladung in dein besonderes Live. Es ist natürlich eine große Ehre, dass du wirklich den MeToV-Kongress von uns heute zum Thema machst. In deiner Gruppe, auf all deinen Kanälen, für all deine wunderbaren Menschen. Und ich bin total berührt von dir, weil du das so empfunden hast. Und das ist genau dieses Feeling, was wir den Menschen ins Herz und in die Seele geben möchten mit diesem MeToV-Kongressformat, was eben mehr ist als einfach nur ein Kongress. Und ja, das haben wir immer so. Wir versuchen es natürlich, also ich sag mal, immer noch eine Schippe draufzulegen, nicht jetzt im Höher, Schneller, Weiter-Sinn, sondern wirklich in der Tiefe und es so zusammenzustellen, dass die Menschen wirklich das Maximale mitnehmen können. Und wenn so eine wertschätzende Rückmeldung, Feedback kommt wie jetzt von dir, von euch allen, dann ist es einfach mega, weil dann wissen wir, genau dafür tun wir es und genau dafür stehe ich jeden Tag auf, mit meiner Message rauszugehen. Und natürlich, wer Veranstalter ist, der weiß, gerade in der heutigen Zeit ist es nicht einfach, ja, wir machen das mit diesem Endergebnis, was du erleben durftest, sondern da ist ganz viel Backstage, was läuft und ganz viel Vorarbeit, ganz viel dazwischen und ganz viel Nacharbeit. Manchmal eben auch Dinge, die dann weniger schön sind. Das gehört auch dazu. Auch da bin ich sehr transparent. Und das ist dann einfach ein schönes Gefühl, wenn du eben weißt, dass es so rübergekommen ist. Und dafür tun wir es dann auch immer und immer wieder. Ja, mir war auch gar nicht so bewusst, Sabina. Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Lives zusammen gemacht. Und als du dann da reingekommen bist, du hattest eine Präsenz, die kann man auch im Internet so gar nicht wiedergeben. Also deine Bilder sind immer toll, du bist immer wunderschön geschminkt, aber du hast halt eine Präsenz, die kann man auch nicht beschreiben. Also deine Aura ist so weich und so zart einfach. Also ich will jetzt nicht schleimen, das bitte versteht es nicht falsch, aber ich möchte sie einfach irgendwie versuchen zu erklären und den Zuschauern auch versuchen mitzugeben, was wir da erleben durften. Also das ist einfach unwahrscheinlich, was du da rüberbringst. Man spürt einfach bei diesem Kongress, dass das eine Herzensangelegenheit von dir ist. Man spürt diese Unterschiede. Ich habe auch gesagt, auch zwischen den Teilnehmern spürt man die Unterschiede, wer total mit dem Herz dabei ist und wer eben einfach da ist, um etwas zu repräsentieren. Und ich finde, das spürt man bei euch so sehr. Und auch Marc Oliver, der hat mich so geflasht. Ich kann das überhaupt gar nicht sagen. Also es war einfach so wunderbar. Und ich, wir haben ja jetzt noch 6 Karten übrig für den Kongress in Würzburg. Und ich möchte einfach nur sagen, dass ich es jedem ans Herz lege. Ihr müsst für die Karte nichts bezahlen. Ihr müsst nur euer Fahrticket dahin bezahlen und euer Hotel für eine Nacht. Aber dieser Kongress lohnt sich. Und auch alle, die
nochmal bei Sabina gucken möchten. Also es gibt ja noch viel, viel mehr MeToo-Kongresse. Vielleicht magst du davon ein bisschen erzählen, Sabina. Richtig, genau. Also das stimmt, genau. Also wir haben, also wir ist natürlich zum einen Kim Oliver und ich und auf der anderen Seite natürlich unser Team, was Backstage wahnsinnig viel macht, weil ohne die wäre es gar nicht machbar. Also das ist auch an der Stelle natürlich ein riesen, riesen Dankeschön, weil eben es ist einfach eine riesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Maschinerie, die dahinter steckt, wenn du es auf dem professionellen Level machst, was wir auch als Anspruch haben. Ich mache Veranstaltungen seit 2005, also das ist eine ganz schön lange Zeit, diverse Veranstaltungen, nicht jetzt nur Kongresse, nicht nur Business, privat machen wir viel, wir haben eine eigene Partyreihe, wir haben viel Galas gemacht, wir haben wirklich große, große Events von, sagen wir, von groß bis klein und eben auch den MeToo-Kongress ins Leben gerufen. Und ja, ihr habt ein Kontingent von uns, genau, das ist richtig. Und 6 Karten, die auf wunderbare Menschen warten, die jetzt in Würzburg am 3. und 4. Juni 2023 dabei sein dürfen. Und bei uns ist es so, normalerweise findet dieses Format einmal im Jahr statt. Also wir hatten Frankfurt, Berlin, jetzt Köln und Würzburg, ausnahmsweise 2 innerhalb von dem Abstand von einem Monat, weil eben durch die C-Zeit, sage ich mal, das eine dann von Köln verschoben werden musste. Ansonsten ist es einer. Nächstes Jahr ist es Mannheim am 1. und 2. Juni. Und 2025 geht es natürlich dann weiter. Also die Planungen sind natürlich auch immer schon über 2 Jahre im Voraus, um dann eben auch diese Menschen zusammenzubringen, gerade auch jetzt die Promis und so weiter, dass wir da natürlich früh in der Planung sind. Genau, also das sind die Formate. Wobei ich finde es noch viel wichtiger, Svenja, wenn du vielleicht für die Menschen, die sowas vielleicht jetzt wie du auch noch nie erlebt haben oder die sagen, ja, aber ich bin jetzt vielleicht nicht so der Business-Kongress-Mensch oder ich habe noch kein Business oder was auch immer, der Aspekt sein kann oder ich baue mir das gerade auf oder es ist mein Traum, endlich ins Unternehmertum zu wechseln und so weiter. Was hast du persönlich für dich mitgenommen? Weil das ist natürlich immer das Wichtigste. Wir haben natürlich eine bunte Auswahl von Menschen, von Speaker, von Ausstellern und natürlich hat jeder da seine Präferenzen und nimmt was anderes mit, was auch völlig in Ordnung ist. Vielleicht magst du da noch ein bisschen reingehen. Was hast du für dich mitgenommen? Ja, also für mich, ich dachte halt zuerst, vielleicht ist es nicht so etwas für mich, weil ich ja kein Business habe in dem Sinn, sondern ich habe ja nur den Verein, also nicht nur, sondern ich habe den Verein. Aber ich habe, also das ist absolut nebensächlich. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich auf einem Business-Kongress sitze, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, dass das Menschen sind, die dir Signale geben wollen, die dich zum Weiterentwickeln deiner Persönlichkeit bringen wollen. Und das fand ich so viel wichtiger als irgendein, klar wurde das auch angesprochen, wie man sich erweitern kann, was das Business betrifft. Aber ich fand, dass im Mittelpunkt stand die Menschlichkeit und wie ich mich menschlich weiterentwickeln kann. Und es war eine so krasse Energie in diesem Raum. Ich habe das noch nie erlebt. Also ich könnte es nicht mal mit irgendwas vergleichen, ja, weil es so gigantisch war und weil du wirklich durch diese Speaker, die gesprochen haben, immer dieses Gefühl hattest, dass du als Person angesprochen wirst. Und das fand ich so gigantisch und deswegen habe ich so viel für mich mitgenommen, was ich jetzt auch nach diesen 2 Tagen noch gar nicht richtig filtern kann, wie die Gabi auch gerade schreibt, sie ist immer noch geflasht und grinst den ganzen Tag, also mir geht es genauso. Mein Chef sagt auch heute zu mir, also irgendwie ist da irgendwas komisch, du bist total drüber und also ich bin einfach happy, ja, und man spürt es einfach auch, was da zusammenkommt. Und ich fand es gut, dass ich mich für mich jetzt schon in meiner Persönlichkeit weiterentwickeln konnte. Und das ist auch nochmal was ich hier ansprechen möchte. Also auch gerade die Menschen, die in einer toxischen Beziehung waren und die, denen es nicht so gut ging die letzten Monate, die letzten Jahre, also können dort nochmal was ganz Eigenständiges für sich selber mitnehmen und erreichen, weil da so viel gegeben wird an Informationen, an Wissen über sich selbst, an Strategien, die ja auch mitgegeben werden, die ich so super fand und das hat mich so inspiriert und das war auch etwas, was man in keinem Buch nachlesen kann, sondern das ist einfach, der eine Mensch gibt dir das mit, da kannst du etwas mitnehmen, der andere Mensch liegt dir vielleicht nicht so, aber die Geschichten dahinter haben immer gezeigt, dass es Menschen so schlecht gehen kann, wie es einen nur will, aber diese Menschen haben Unwahrscheinliches erreicht und geleistet in der Menschlichkeit und das finde ich
das war gigantisch. Das habe ich noch nie so gesehen oder auch gehört oder erlebt. Und deswegen, ich kann das wirklich nur sagen, wie Gabi auch sagt, eins zu eins bestätigen, diese Seelenbotschaften, die du angesprochen hast, die sind auch rübergekommen. Und deswegen kann ich das so sehr empfehlen an jeden Menschen da draußen. Und das ist deswegen, es ist jetzt für mich auch hier kein Werbungs-Live oder ähnliches, sondern ich möchte einfach nur, ich wünsche mir so sehr, dass viele Menschen so empfinden können, wie wir dieses Wochenende empfunden haben. Weil es etwas ist, was du auch mit nichts vergleichen kannst. Ja, du gehst auf ein Konzert, das ist cool, du freust dich und singst mit. Aber da war alles dabei. Also ich habe den ganzen Sonntagmorgen geweint. Ich habe mich ja überhaupt nicht mehr eingekriegt. Gell? Ich habe ja dann nach 3 Stunden gesagt, also es kamen mir immer wieder die Tränen und am Samstag war ich dann so High Life und alles Party und ne, also es war alles dabei. Und diese Mischung, die ist unbeschreiblich. Und es ging uns aber allen so. Es war nicht nur mein Empfinden, es war auch das Empfinden von allen anderen. Und diese Verbindung zu den Menschen. Man hatte gleich das Gefühl, dass man so eng zu den Menschen verbunden ist, obwohl wir uns ja alle gar nicht kannten. Man hat sich in den Arm genommen, man hat sich gedrückt, man hat sich vorgestellt, man hat abends gemeinsam gegessen, an der Bar gesessen und mit wildfremden Menschen und man hatte irgendwie Themen. Und das war so gigantisch. Also diese Mischung hast du auch unwahrscheinlich gut gefiltert. Also es war wirklich bombastisch. Ja, ich fand es gerade so schön, wo du das gerade diese 2 Punkte angesprochen hast. Ja, es ist keine bezahlte Werbung, sondern Werbung aus Überzeugung. Ja. Und das ist immer so dieser Satz, der teilweise auch unter Postings oder was auch immer steht. Und ja, du warst ja bei Helene auf dem Konzert, habe ich natürlich mitgekriegt. Und das ist das schönste Kompliment, dass es keiner war wie bei Helene. Das lassen wir sie jetzt mal nicht wissen. Das nächste Mal holen wir sie dann einfach dazu. Genau. Spaß beiseite. Nein, es geht genau darum, diese Emotionen, die du schöner nicht beschreiben kannst, weil es eben das ist, was du fühlst und eben keine, das ist ja auch, deswegen machen wir diese bezahlten Werbegeschichten eben nicht, weil die Menschen das fühlen und diese, ich sag mal, Kundenstimmen genau das sind, was dann transportiert wird, weil wenn ich es geil finde, wenn es mein Team toll findet, wenn es Kim super findet, ist es klar, wir stehen zu 1000% hinter unseren Sachen, hinter diesem Format, aber es ist was anderes, wenn du diese Energy fühlst, wenn du fühlst eben auch da, ist es bezahlte Werbung oder ist es einfach aus der Seele heraus, weil es die Menschen so fühlen. Und deswegen soll eben so ein Kongress in meinen Augen generell einfach Mut machen. Er soll inspirieren, er soll diese Menschen zusammenbringen unter dem Persönlichkeitsaspekt, was danach daraus entsteht, sagen wir jetzt Freundschaften, Kooperationen oder eben doch Business, das ist alles offen. Und das ist ja auch das Schöne, dass dann auch Menschen inspiriert werden, die vielleicht noch nicht mal den Business-Gedanken hatten oder dass Freundschaften entstehen mit Menschen, die man vielleicht so nie kennengelernt hätte. Und das merke ich immer wieder auf dem B2B-Kongress, genau diese Dinge passieren, die du jetzt beschrieben hast. Und das ist das, was wir eben auch über diese Soul-Messages transportieren wollen. Diese Menschlichkeit und auch dieses Querdenken, ja auch mit der sehr verblüffend anderen Modenschau, dass der Mensch das wert ist, was er oder sie ist und genauso richtig ist, wie der Mensch da ist und sich nicht verbiegen und verändern soll, auch nicht in der Kleidung. Und ich denke gerade wieder für deine Menschen, für deine Gruppe, für deinen Verein ja auch genau das ist, was dann eben vielleicht für einen Moment fehlt. Was bin ich noch wert? Wo kann ich tanken? Wo kann ich auch einfach mal aufbauen? Wo kann ich wieder Mut gewinnen und in den Menschen sein und diese Energie, die du auch jetzt gerade so beschrieben hast, ja, die du dann mit in den Alltag trägst und die dich dann eben trägt. Ja, richtig. Und einfach auch Dinge, die dich inspirieren, auch zum Weitermachen. Und auch Menschen, die, ich meine, klar, ich bin das Sinnbild dieser Gruppe, aber ich bin ja auch nur eine Person. Und es gibt aber noch so viele tausende andere Menschen, die auch Schlimmes erfahren haben und aus dieser Situation etwas gemacht haben, was bombastisch ist. Und ich finde, bei dir kam das halt alles zusammen. Also es waren so viele verschiedene Themen auch, aber dennoch Themen, die alle berührt haben und die alle nachvollziehen konnten und wo dann auch wirklich etwas kam, wo man gemerkt hat, mein Gott, das war eigentlich noch viel schlimmer als das, was ich erlebt habe und trotzdem sind die einen Weg gegangen, der eigentlich unbeschreiblich war. Und das hat mich einfach noch mehr inspiriert und aber auch dieses Ding heraus, du kannst alles schaffen, wenn du das willst und wenn du an dich glaubst. Und diese Botschaft hat nahezu jeder verkörpert. Und das hat mich immer wieder einen Schritt weitergebracht
zu denken, was wollen wir als Verein noch erreichen? Wie können wir anderen Menschen helfen? Und wie wichtig ist es, dass man auch für andere einsteht? Und das habe ich bei diesem Kongress nochmal so für mich mitgenommen. Auch in den Tagen, wo es mir nicht gut geht und wo ich dann mal zweifle und denke, mein Gott, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr oder ich bin menschlich enttäuscht, dann gerade weiterzumachen. Also das habe ich wirklich aus dem Kongress heraus mitgenommen, weil ja, die Einstellung habe ich vorher nur so lapidar vertreten, muss ich sagen. Also es ist dann immer wieder so, dass ich mich so aufrabbeln muss, wenn irgendwas passiert, wie jetzt mir zum Beispiel letzte Woche passiert ist, wo ich dann denke, ich bin menschlich eigentlich so enttäuscht und habe keinen Nerv oder keinen Bock mehr. Und dann aber in diesem Kongress habe ich gedacht, nein, fertig damit. Die anderen haben das auch gepackt und du schaffst es dann auch. Und das ist ein anderes Gefühl heute dazu. Richtig. Und alleine das war es schon wert, das alles, also ich kann es nicht sagen, ich hätte noch Stunden, auch wenn es viel Kraft gekostet hat, also das vielleicht auch noch, klar, hat sehr viel Kraft gekostet. Ich bin gestern um 6:30 ins Bett gegangen, weil ich echt müde war. Aber einfach, weil du so in der Maschinerie zum Nachdenken bist. Ja. Du weißt ja gar nicht, über was soll ich als erstes nachdenken, weil alles so wichtig und so viel, auch so viele Dinge benannt werden, die du im Alltag auch nicht drüber nachdenkst. Und das fand ich so gigantisch, Sabina. Das war wirklich. Ja, und siehst du, das ist, wenn es nur etwas anstößt, ich sage immer, egal wo du bist, du kannst immer etwas für dich mitnehmen, wenn du bereit bist. Ja, und das ist ja auch immer das, was ich auch am Kongress gesagt habe, es ist immer das, was du daraus machst, egal was du tust und wohin du gehst. Und wenn es ein Mosaikstein ist, den du dann in dein Leben integrieren kannst oder der wirklich jetzt so wie bei dir dann wirklich so krass die Veränderung anstößt und es auch ja, im Außen so wahrgenommen wird, dann war es es allemal wert, um das eben auch weiterzugeben. Und deswegen wollen wir ja diese Botschaft so groß in die Welt tragen, dass es noch viel, viel, viel mehr Menschen erreicht, die wirklich dahin kommen, die merken, hey, ich bin es wert, die merken, ich bin nicht alleine, die den Mut haben, sei es jetzt persönlichkeitsentwicklungsmäßig oder eben businessmäßig, den nächsten Step zu gehen. Ja. Oder die wirklich sagen, hey, ich kann diesen Punkt für mich rausziehen, dass ich Dinge anders sehe, dass ich Dinge vielleicht schneller drehe, dass ich weiß, alles ist möglich, ich kann auch alles schaffen. Und genau über diese Stories von diesen Menschen, ja, wollen wir das eben auch transportieren zu den Menschen aller, die dann da sind. Ja, jeder kann alles schaffen, ja, nicht nur wir auf der Bühne. Also es ist eben diese Ebene, ja, nicht nur die, sondern hey, wir sind alle gleich, wir sind auf Augenhöhe und jeder Mensch hat es verdient, das geile Leben zu leben. Richtig, und das habt ihr auch super rübergebracht. Also ich finde das ganz toll. Und es ist ja auch nochmal so, dass es für jeden einfach anders da ist. Was möchte ich erreichen? Wie möchte ich weitermachen? Aber ich habe auch da bei dem Kongress gemerkt, dass es einfach keine Grenzen gibt und dass man einfach auch seine Träume, ich meine, ich habe mir wirklich alle meine Träume erfüllt, worüber ich so dankbar bin, aber neue Träume zu träumen, weiterzudenken und zu denken, nein, du hast dir zwar was erfüllt, aber es geht ja noch weiter. Und das ist wirklich etwas, wo ich so gemerkt habe, das hat es auch wieder so ein bisschen angespornt. Ne? Also das war wirklich, aber Sabina, was mich auch interessiert, wie hast du dich gefühlt? Also ich glaube, vielleicht meine kurze Einschätzung, ich glaube, dass du aber auch, also mir geht es oft so, wenn ich dann zu Vorträgen komme und alle wollen was von mir und dass ich dann so leicht überfordert bin. Aber du hast so die ganze Zeit so gechillt gewirkt. Wie ging es dir dabei? Also das interessiert mich wirklich. Das ist ja, wie ging es mir dabei? Also da gehe ich ein paar Schritte zurück. Natürlich mache ich das schon lange, was für mich immer ganz ein wichtiger Aspekt war, wo ich auch immer zu Kim gesagt habe, wenn ich mal so, ich kenne natürlich viele, die kommen mit ihrem Chat, dann steigen sie aus, gehen in die Limousine, machen ihr Ding und gehen dann wieder. Und das ist so für mich, das kann man alles tun, das ist auch komplett wertungsfrei. Wo ich aber gesagt habe, ich stehe schon so lange auf der Bühne, auch an Fremdveranstaltungen mit meinen Keynotes, mit Moderationen oder Shows. Und wenn ich mal so, für mich ist es abgebrüht, das ist einfach meine Meinung dazu, wenn ich das mal bin, dann höre ich definitiv auf. Weil dieses Grundadrenalin, dieses Kribbeln, dieses auch danach noch für die Menschen da zu sein und nicht nur im Backstage-Bereich jetzt zu sitzen oder im VIP-Bereich nur für die Menschen zugänglich zu sein, das ist mir immer ganz wichtig. Und das macht es eben auch menschlich. Klar, es kommt immer auf die Größe darauf an, je nachdem, wie viele Menschen das sind. Und natürlich muss ich mich auch abgrenzen.
Aber das war so, also dieses Grundadrenalin, was schon da war, natürlich bist du am Anfang dann in den Vorbereitungen. Und bei uns ist es halt auch so, dass ich immer sage, für mich ist die Organisation wirklich das Allerwichtigste. Und da gibt es auch keinen Dreh nach rechts oder links. Mit meinem Team, da ist es ganz wichtig, da sind alle, auch die zu Hause sind und Social Media und Webseite und alles bedienen, die sind 24/7 da. Und das muss funktionieren, weil ich das leider zu oft erlebe, dass das nicht zeitgleich ist. Dann kommen die Bilder irgendwie viel verspätet, dann kommen die Testimonials zu verspätet oder man nimmt danach noch irgendwas auf. Das ist nicht mehr dieselbe Energie und es ist auch nicht wertschätzend, sage ich mal, den Menschen, die dann bei uns on stage sind, dass man dann so 3 Wochen danach noch irgendwas postet. Also da habe ich einen sehr, sehr hohen Anspruch und auch an das Nachfassen. Also wenn jemand Interesse hat, zum Beispiel einen Speakerplatz oder einen Ausstellerplatz oder was auch immer zu buchen, dann wird er auch zeitnah kontaktiert und nicht irgendwie 10 Wochen danach. Mhm. Und mit diesem Anspruch sind wir natürlich auch immer sehr früh an den Kongressen, um organisatorisch eben keinen Stress zu haben. Das ist mir auch wichtig, dass wir das stressfrei machen. Und das war wirklich so. Also am Mittwoch hatten wir noch ein paar Herausforderungen, die haben wir aber dann auch erfolgreich gedreht. Und der Donnerstag war wirklich gechillt, also wo du denkst, du bist irgendwie einfach so in Köln und nicht jetzt, du hast schon einen großen Kongress vor dir und darauf lege ich halt großen Wert, auch diese Gesundheitsbalance, gerade mit meiner Vorgeschichte, wo ich auch auf mich achten darf und das ist auch ganz wichtig. Ja, und dann kam der Freitag natürlich mit dem ganzen Aufbau und es hat wirklich sensationell geklappt. Das ist aber auch, weil wir immer mit demselben Team unterwegs sind und dann weißt du, da hast du keine Überraschungen und wenn es mal was gibt, dann wird das auch gelöst. Und dann kam der Samstag, ja, und das ist natürlich dieses, also ich pushe das Adrenalin auch natürlich nochmal richtig, richtig hoch dann Backstage und ich habe eine sensationelle Maskenbildnerin, die Sarah, die ist mir immer so, es ist so mein Ruhepol Backstage. Okay. Und dann bist du einfach voller Vorfreude, ja, weil du weißt, du hast so lange darauf hingearbeitet und dann ist egal, was kommen könnte, das hat in dem Moment einfach keinen Platz und das ist dann einfach, der Fokus ist wirklich auf die Menschen da draußen, die den Weg auf sich genommen haben und die dann eben, dass das so, das ist auch fast unbeschreiblich, aber denen das so ins Herz und die Seele zu legen, wie dir jetzt, die danach mit diesem Gefühl nach Hause gehen. Und wenn du dann auf die Bühne kommst und du siehst all diese Menschen, das ist natürlich das ist wahnsinnig emotional und berührend auch für mich. Und früher habe ich das immer so ein bisschen runtergedrückt und heute zeige ich das auch, gerade auch da am Schluss, wo ich ja gesagt habe, wir sind Backstage die Tränen gekommen, das war wirklich so, weil du sitzt dann da so einen Moment einfach. Da war auch niemand da, das war dann Stille. Und dann denkst du, wow, das haben wir geschafft. Ja. Und auch das ist sowas, was ich früher nicht konnte, weil das gleich dann möchte, naja, das war arrogant oder das ist der Ego-Trip. Und heute sage ich so, nein, ich klopfe auch mir auf die Schulter, ich bin stolz auf mich. Wir haben das erschaffen und die Menschen da draußen konnten so viel mitnehmen. Die Feedbacks waren ja da schon krass drüber. Ja. Und dann kamen mir echt die Tränen und das ist auch etwas, was ich nach außen trage, wo ich dann sage, hey Leute, wow, ihr habt mich geflecht, weil ich halt auch wirklich 100% authentisch bin. Also das hast du erlebt. Ich bin auch am Abend genauso, wie ich auf der Bühne bin und umgedreht. Und wenn halt dann jeder noch was will, ist es auch richtig so. Weil wenn ich das nicht möchte, dann wäre ich falsch. Dann darfst du es nicht tun. Dann musst du komplett was anderes machen. Natürlich hat es auch ein Limit, wo wir dann sagen, nach der Aftershow-Party, dann ist so, ist gut und dann will ich mich zurückziehen und so weiter. Deswegen passt das auch. Aber das ist für mich, es ist ja das, was ich lebe, weißt du? Also es ist ja, ich liebe das ja auch, wenn dann die Menschen kommen und Fragen haben oder dies oder das oder du kannst auch dann jeweils die Menschen zusammenbringen, ja? Wenn jemand kommt, sagt du, da war doch oder da hast du und dann kann ich sagen, ja, geh doch mal zu der oder zu dem. Ja, ja, das hat man auch gespürt. Also ich kann auch nur sagen, dass du total authentisch bist, wirklich total authentisch und das hat mir eigentlich noch viel mehr inspiriert, weil man sich sofort so angenommen gefühlt hat, also es war nicht, du warst nicht fremd, auch wenn ich, wie gesagt, du bist reingekommen, ich habe geweint, weil ich so ergriffen war von diesem Moment und dann natürlich auch die Lieder dazu, ne, das ist eh so meins und dann war ich da halt voll drin und es war, also ich würde einfach jedem raten, wirklich dahin zu gehen und echt, probiert es aus. Ihr könnt euch bei uns melden, ihr könnt die Karten bekommen. Wir kümmern uns auch um andere Sachen. Meldet euch bei uns. Wir sind dabei. Und Sabina, ich habe dir ja gesagt, ich möchte auf jeden Fall gerne, wenn das irgendwie möglich ist, dass ihr mir so einen MeToWe-Aufkleber, so einen großen schickt, dass ich den auf unser Banner drauf machen kann und werde aber auch nochmal ein neues Stand-up oder wie das da heißt, dieses, du weißt, dieses Roll-Up. Ja, genau. werden wir nochmal neu machen lassen und werden den MeToWe-Kongress auch groß drauf machen.
und überall mit hinnehmen. Und ich werde auch probieren, das überall, wo ich es irgendwie verpacken kann, auch zu benennen. Wow. Weil einfach. Vielen Dank dafür. Bitteschön. Also, weil es mir einfach auch so viel gegeben hat. Also, ich will das wirklich auch benennen, dass mir das zu dieser Weiterentwicklung geholfen hat. Und da sind wir uns auch im Verein alle einig gewesen, dass wir da ganz viel auch drüber sprechen möchten, weil es einfach auch so war. Und das habe ich so empfunden. Und da hatte ich auch noch mit anderen das Thema. Normalerweise, so gut wie das ist, müsste der Raum aus allen Nähten platzen. Ja. Und das müsste. Da müssten alle hingehen, die wirklich, die auch Selbstwertprobleme haben, die mit ihrem Selbstbewusstsein noch nicht so weit sind, weil es so viel gibt. Und wir haben halt gesagt, wir möchten da auf jeden Fall helfen, das zu verbreiten, weil es einfach so gigantisch ist. Ja, auf jeden Fall. Also das ist genau auch unsere Vision, weil, wie du auch sagst, du bist eine Person. Ich bin auch eine, nicht nur, sondern aber eine Person. Und deswegen ist es halt auch ganz wichtig, so viel wie möglich da reinzugeben, um noch mehr Sichtbarkeit und noch viel mehr Reichweite zu schaffen, dass es, wie du sagst, aus den Nähten platzt, weil das Geiste bringt nichts, wenn es nicht einfach die ganze Welt weiß. Und wenn es so viel den Menschen geben kann, dann muss es die ganze Welt wissen. Und das ist auch unsere große Mission, die wir uns natürlich auf die Fahne geschrieben haben. Ja, das ist auch ganz wichtig. Also Sabina, nochmal vielen Dank, dass du uns eingeladen hast, auch als Verein und als Team. Und auch vielen Dank, dass du unsere Kooperationspartnerin bist. Das bedeutet uns auch ganz viel, gerade jetzt, wo man sich ja auch persönlich mal gesehen hat. Also das ist für uns auch wirklich eine riesengroße Bereicherung. Von unserem gesamten Team ein Dankeschön. Und ja, magst du noch was sagen dazu? Magst du noch den Leuten was mitgeben, sagen, warum sie kommen sollen nach Würzburg? Also ich glaube, ich muss nichts mehr sagen, warum die kommen sollen, weil wenn sie dich gehört haben, ich glaube, das ist wirklich, die Efi sagt immer, das ist ohne Worte und das, denke ich, kann man auf jeden Fall so stehen lassen, weil natürlich müssen sie Menschen selber fühlen. Ja. Und wenn sie dann wirklich dieses magnetische Fühlen jetzt auch von dir, dann ist es auch das Richtige. Ja. Also ich möchte deinem Team Danke sagen an der Stelle, weil das sind großartige Menschen, also an euch jetzt, die ihr natürlich auch zuschaut. Vielen, vielen Dank. Und Norbert, ich freue mich, wir haben ja heute schon geschrieben, ich freue mich mega auf dich. Und die anderen Leute noch von deinem Team, liebe Svenja, in Würzburg zu sehen. Wir werden in Würzburg, wird Norbert auch kurz auf der Bühne stehen und wir werden den Verein vorstellen und so weiter. Haben wir jetzt gerade im Programm aufgenommen. Auch darauf freue ich mich einfach wieder, auch eine geile Zeit zu haben. Ja, es sind Emotionen, es ist Learning, aber es ist auch ganz, ganz viel Spaß. Und deswegen, ja, verbreiten wir es gemeinsam in die Welt, weil es so viele Menschen gibt, die es brauchen. Und so viele Menschen, die dann eben so nach Hause gehen. Und dafür lohnt es sich. Also an der Stelle vielen Dank und wir sehen uns alle in Würzburg. Genau, richtig. ich kann ja leider nicht dabei sein, Sabina. Ich hatte es ja schon gesagt, ich hätte alles getan, aber es geht nicht. Ich muss halt jetzt auch meine Familie mal. Ne? Also das kannst du bestimmt verstehen. Ansonsten wäre ich auf jeden Fall dabei gewesen. Aber egal, was kommt, ich komme nächstes Jahr auf jeden Fall nach Mannheim. Das ist zu 100%, das schreibe ich mir schon auf. Sehr gut, wunderbar. Ja, und ich hoffe einfach, dass ganz, ganz viele Menschen dieses Video erreichen. Und bitte, bitte, wenn ihr Lust habt, meldet euch bei mir erstmal zum Me2We-Kongress. Guckt auf Sabinas Seite. Sabina, kannst du vielleicht noch alles, was wichtig ist, drunter verlinken? Richtig, genau. Ich werde jetzt den Link vom Me2We-Kongress Würzburg verlinken. Da seht ihr aber auch auf der Homeseite sind natürlich alle anderen Daten auch schon mit drauf. Und unter meinem Namen findest du auch meine Webseite. Da siehst du natürlich auch, was ich sonst noch mache. Aber diesen Link werde ich natürlich jetzt unter das Video setzen, klar. Super, dann bedanke ich mich ganz. Gabi kommt auch wieder. Ja, cool. Auf jeden Fall, wir sind dabei, wir sind am Start, das auf jeden Fall. Ja, Sabina, dann hören wir uns ja ganz bald wieder, auch zu unserem nächsten Live. Ich vielleicht noch kurz dazu noch sagen wollte, das wollte ich noch, du bist auch wieder eine Person, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, dass die Frau mal in einer toxischen Beziehung war. Das wollte ich dir noch sagen. Ja, das siehst du mal, das ist, ja, und eben das ist ja auch das, was wir machen, liebe Svenja, und das verbindet uns ja da, und da schließt sich der Kreis so schön, ja. Dass genau wir eben dafür stehen, hey, es ist alles möglich, ja, und gerade die Menschen, die sich dann so krass am Boden fühlen, zu sehen, hey, das natürlich ist ein Weg und ein Prozess und das ist auch immer ganz klar, ist wie im Business auch, es ist nicht einfach nur juhui, genau. Wie bei der Veranstaltung auch, das macht nicht so und dann hast du diese Veranstaltung. Ja. Aber es ist machbar und es ist möglich und dafür stehen wir beide und dafür steht schlussendlich auch Me2We. So ist es.
So ist es. Vielen, vielen, vielen Dank, Sabina, für alles, für deine Inspiration, für dein Sein und vor allen Dingen für das, was du da geschaffen hast. Das ist gigantisch. Ich sage es nur noch mal. Vielen Dank, Chapeau und danke, danke, danke für alles. Ich danke dir. Und alles Liebe euch, Diana. Schön, dich wiederzusehen. Ciao. Dankeschön, Sabina. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.